Meine Fresse, ey, war das eine lange Nebenquest, das muss man echt sagen. Ist das schon wieder ein Bär oder ist das derselbe, den wir schon getötet haben? Aber es war, ich muss sagen, es war eine richtig geile Nebenquest. Das kann man echt nicht bezweifeln. Jetzt ist eigentlich die ganze Familie tot, so wie ich das sehe. Nellems Schlüssel. Okay. Wir sollten aber, bevor wir irgendetwas machen, sollten wir vielleicht erstmal unsere Sachen reparieren. So Schwerter und sowas. Was haben wir denn da? Rüstungsreparaturen-Set. Das machen wir da erstmal. Jetzt gucken wir mal, wie geht's dem Ding? Steht das da gar nicht bei? Ah ne, Moment. Hä? Da steht die Haltbarkeit. Ja, einmal geht auf jeden Fall noch. Wir können sogar nochmal. Komm, dann reparieren wir nochmal. Und dann müsste das jetzt aber reichen. Ja, 94% ist gut. Das Silberschwert müssen wir auf jeden Fall wieder reparieren. Wobei das bei 49% ist. Warum das jetzt schon so kaputt ist, verstehe ich auch nicht. Aber gucken wir mal. Rüstungsreparaturset, Waffenreparaturset, Gesellen. Waffenreparaturset, die Axt ist noch gut. So, wie schaut es jetzt aus? Ja, das sieht okay aus. Unsere Waffen sind auf jeden Fall wieder ganz... Aber, liebe Leute, ey, das war mal ein Kampf, ey. Das ist ja das Grauen in Person. Wie war das jetzt mit der... Ne, das war falsch. Da haben wir die Fackel. Ich will da jetzt nämlich nochmal in die Höhle reingucken. Denn wir hatten hier bestimmt noch irgendwelche Sachen, die wir mitnehmen können, konnten oder sonst irgendwas. Wo ist denn eigentlich die Frau hin, die er umgebracht hat? Liegt die hier jetzt auch noch, dass wir die plündern können, oder? Ist dem nicht so. Da sind auf jeden Fall die Wolfsdinger. Und was leuchtet da so? Was ist das? Wolfsleber. Hundeteig. Oh, hier ist sogar noch eine ganze Menge in der Höhle drin. Eisenerz. Wolfsbann. Herzogswasserleinen. Aber ich muss sagen, eine richtig, richtig geile Story hatte diese Nebenquest. Hat mir richtig gut gefallen. Wie hättet ihr denn entschieden? Hättet ihr den, die Frau, umbringen lassen? Also ich fand, dafür, dass die Frau das halt ihrer Schwester angetan hat, hat sie es verdient. Kiderischer Gambeson. Müssen wir dann uns auch nochmal angucken. Also ich finde wirklich, sie hat es verdient, zu sterben. Dadurch, dass sie ihre Schwester umgebracht hat, um an ihren Mann ranzukommen. Das sind Pilze. So, haben wir sonst noch irgendwas? Ich würde auch jederzeit wieder so entscheiden. Da bin ich ganz ehrlich. Bei solchen Sachen bin ich dann ja auch rigoros. Da will ich dann auch Gerechtigkeit haben. Hier waren wir schon dran. Tatsächlich, hier waren wir schon dran. Aber da haben wir noch irgendwas. Und hier in der Ecke muss auch noch irgendwas sein. Oder ist das einfach nur so eine Sackgasse? Okay, hier scheint soweit aber nichts zu sein. Da hinten haben wir noch Pilze. Okay, ist das hier die tote Frau? Ja, oder ist sie? Nee, das ist noch eine andere. Die hatte nämlich was anderes an. Naja, soll uns aber egal sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier aus der Höhle wieder raus. Wir haben eine Höhle erkundet. Ich finde das auch mit der Fackel richtig gut eigentlich. Ja, da war schon wieder falscher Knopf. Ich immer mit meinen falschen Knöpfen. Gut, und dann können wir eigentlich mal gucken, dass wir vielleicht noch einen anderen Auftrag machen. So, damit haben wir das weg. Können die Fackel dann auch erstmal wieder weglegen. Die Armbrust einziehen. Und es ist mittlerweile wieder tags. Ich lasse den Bären jetzt einfach mal Bär sein. Halt, Moment, wir haben noch Nelens Schlüssel bekommen. War im Haus nicht noch irgendeine Truhe, die verschlossen war? Wo war die denn? Wieso ist denn da noch was drin? Wie zwei Kronen.
dachte, die hätte ich auch schon geplündert. Wieso sind die Sachen hier wieder voll? Hä? Das verstehe ich jetzt aber, wer will. Wir waren doch hier schon drin gewesen. Die Kiste meine ich. Ja, okay, aufgeschlossen. Jägerhose, Silbererz und Schema Schiedhalsrüstung. Schiedhalsrüstung. Okay. Gut, damit haben wir da auch schon mal so unsere Belohnung bekommen. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, was wir so im Inventar haben. Was haben wir denn da? Das ist schon mal schlechter. Wie sieht das aus? Das sieht nicht ganz so toll aus. Das ist irgendwie, nee, das muss nicht sein. Wie, das war's? Tatsächlich, das ist es schon gewesen. Was ist denn das da hinten? Achso, das Herzogenwasser. Na gut. Jetzt ist die Frage, welche Quest machen wir als nächstes? Das wilde Herz haben wir fertig, sammle sie alle. Das ist nur noch Gewinnspielen. Hexeraufträge. Monster im Wald. Sprich mit dem Kommandanten der Wachposten bei der Brücke nach Novigrad. Monster im Wald. Ich glaube, so vom Level her wäre das eigentlich gar nicht mal schlecht, wa? Die gucken uns jetzt mal an, die Quest. Was ist denn das genau gewesen? Genau wie die Menschen haben Monster eigentlich Geschmäcker und Vorlieben. Der Legende nach lieben Drachen den zarten Geschmack von Jungfrauen, während Ghule den kräftigen Geschmack von verrottetem Fleisch huldigen. In den Wäldern um Novigrad war eine Bestie mit Vorliebe für redanische Transportwagen aufgetaucht. Verständlicherweise war der Hauptmann des nahen Wachpostens von dieser kulinarischen Wahl wenig begeistert und setzte eine Belohnung auf den Kopf der Bestie aus. Okay, das ist also eine Bestie, die ständig irgendwelche Karawanen verfolgt. Und ich würde sagen, ich glaube, da brauchen wir auch unser Pferd, oder? Ich glaube, der Weg wäre jetzt ein bisschen weit. 1200 Meter, das ist ja eigentlich schon wieder genauso weit, wie wir schon mal hatten. Heya! Das heißt für uns, auf geht's. Oh nein, was ist denn da unten schon wieder? Ist das ein Ertrunkener? Ja, oder ist ein Ertrunkener? Den lasse ich aber mal ertrunken sein. Kommen wir hier irgendwie runter? Irgendwie runter? Nee, kommen wir nicht. Das Pferd will da nicht weiter. Lauf, Blätze! Hier kommen wir weiter. Beweg dich! Komm schon! Da sind auf jeden Fall Ertrunkene, aber ich will ja eigentlich nur zum Weg hier. So, los, auf geht's. Lauf! Auf geht's! Ja, ein tragisches Ende, das ist die Geschichte mit dem Werwolf und der Frau. Alle tot. Wir kriegen ein paar Erfahrungspunkte, nicht viel, aber dafür, ihr müsst mal überlegen, das ist eine Nebenquest gewesen, die echt richtig geil storytechnisch war. Und im Grunde hatte dieses Ding auch das Potenzial für eine Hauptquest. Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt hier wieder bei dem... Oha, Blätze. Warte mal, ist das hier wieder das Dorf oder das Dörfchen, wo die weißen Wanderer, beziehungsweise die... Na, wie heißen sie denn? Die wilde Jagd unterwegs war? Ja, ne? Ich glaube, hier irgendwo am Haus haben wir den Typen gehabt. Ich guck mal eben, Weltkarte. Ja, ich glaube, hier war das. Was ist das denn eigentlich? Alchemie-Zutaten. Ach, scheiße, da wollte ich nochmal gucken gehen, ne? Warte mal, den Punkt, den setze ich mal eben. Bevor wir uns wieder zu weit von dem entfernen, will ich da noch einmal hinreisen. Da haben wir es. Dann scheiße ich jetzt mal eben ganz kurz auf die Nebenquest mit dem Monsterjagd. Da will ich jetzt erstmal gucken, ob wir da irgendwie was bekommen. Hey!
Weil ich würde ganz gerne sonst nämlich mir so einen Katzenaugentrank herstellen. Oh Gott, schon wieder ertrunken. So. Ah, guck mal, da sind wir doch auch schon wieder am Friedhof. Finde ich gut. So, kommen wir denn jetzt hier rein? Oder ist wieder zu? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Der sitzt doch da drin. Nee, jetzt sitzt er da nicht mehr. Ey, da... Was macht er denn da? Warum zur Hölle? Ja, danke. Warum zur Hölle ist er denn da jetzt aufs Dach geklettert? Das habe ich ja jetzt mal gar nicht verstanden. Das ist ja unglaublich. Macht er das hier auch? Nee, hier macht das nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir hier ins Haus reinkommen sollen. Ist hier noch eine Tür? Nö. Hey du! Er spricht nicht mit uns. Sehr, sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Na dann, drauf aufs Pferd und... Weiter so, Plätze. Und ab zum Monster im Wald. Ich hoffe, das ist nicht schon wieder ein Werwolf, weil irgendwie hat mir der Werwolf richtig Sorgen gemacht. Das war aber auch ein Kampf gewesen. Ich habe schon fast bezweifelt, dass wir das jemals schaffen werden. Jetzt haben wir hier wieder die Ertrunkenen, wo ich keinen Bock drauf habe. Und das ist echt ein weiter Weg, den wir jetzt zurücklegen müssten. So, hier ist wieder das Dörfchen. Was ist das denn hier für ein Häuschen? Ach Moment, war das das, wo wir die Banditen platt gemacht hatten? Ja, hier waren wir schon drin, das kommt mir bekannt vor. Hier waren wir schon mal. Okay. Dann weiter reiten. Stimmt, hier waren, glaube ich, die Banditen auf den Pferden und sowas alles, die wir da mit der Gedankenkontrolle runtergeholt haben. Merkt man das eigentlich, dass ich gerade so ein bisschen am Genießen bin, die Atmosphäre? Ich finde die Musik auch unglaublich gut und atmosphärisch für dieses Spiel. Auch wenn es immer die... Langsamer! Hier kommen wir auch irgendwie jedes Mal dran vorbei. An der Stelle kommen wir wirklich jedes Mal dran vorbei, an dieser komischen Betstelle. So, wie weit haben wir es denn noch? Immer noch 600 Meter, das ist echt krass, wie weitläufig dieses Gebiet ist. Also, man kann sich echt schon vorstellen, dass das hier doch, ich würde sagen, fast viermal so groß ist wie das Startgebiet, wo wir uns rumgetrieben haben. Also, hier werden wir definitiv länger unterwegs sein. Aber ich hoffe auch mal, dass noch irgendwie ein anderes Gebiet kommen wird. Also, mit anderem Gebiet meine ich irgendwie was Abwechslungsreicheres, wie immer nur diese Steppen und Wälder. So vielleicht ein Schneegebiet oder irgend... Ja, ich weiß nicht. Ich wollte nicht absteigen. Ich wollte... Schneller. Ich wollte eigentlich gesprungen sein mit dem Pferd. Nee, aber das würde ich mir echt wünschen. Irgendwie was ein bisschen noch... Was noch ein bisschen Abwechslung bietet. Weil im Grunde sieht es hier jetzt auch nicht anders aus wie in dem ersten Gebiet, wo wir uns rumgetrieben haben. Oh je, was ist das schon wieder?
Langsam, langsam. Was war das? Plötze, bleib hier mal stehen. Nicht, dass du irgendwie Panik kriegst. Ich gehe mal eben gucken, was das gewesen ist. Neka? Was sind Neka? Aua. Aua. Au, au, au. Hey, hey, geh da weg. Nimm die Waffe. Blödmann. Ey, und lass das Pferd in Ruhe. Aua, aua, aua. Was für Drecksviecher. Okay, den haben wir zerrissen. Aber da hinten ist noch irgendwo einer. Hallo? Ja, oh nee. Was jetzt, du Stück Dreck? Meine Fresse, was sind das für Viecher? Die sind seltsam. Kleines blaues Mutagen. Oh, wir haben ein blaues Mutagen. Da müssen wir dann auf jeden Fall mal gucken. Wofür war denn das blaue Neckerauge? Wieder neuer Gegner auf jeden Fall. Kleines grünes Mutagen. Krass. Jetzt droppen die aber echt viele Mutagene. Schon wieder. Kleines blaues Mutagen. Ey, die sind ja richtig, die sind ja richtig gut für unsere Zwecke. Komm, dann holen wir uns den auch noch eben, oder? Arschloch. Komm schon. So, hast du auch noch ein Mutagen für uns? Kleines grünes Mutagen, das ist aber echt krass. So, dann muss ich jetzt erstmal gucken, was die Mutagene so können. Was wäre denn das Blaue? Was haben wir überhaupt? Kleines Blaues? Zeichenintensität wird sich dadurch erhöhen. Um 5%. Kleines Grünes, kleines Blaues. Wir haben jetzt so viele kleine Grüne. Was ist das für eins? Okay, das ist ein Greifenmutagen. Wir könnten doch jetzt... Moment. Wie war denn das? Konnten wir nicht in Alchemie kleine Mutagene zu großen basteln? Das ist Vitalität 50. Das ist auch wieder Vitalität 50. Moment, das will ich jetzt mal eben kurz ausprobieren. Alchemie? Grünes Mutagen. Genau, da brauchen wir drei kleine für. Das machen wir doch einfach mal. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich ein größeres grünes, wenn ich das richtig sehe. Charakter, was? Grünes Mutagen, 100 Vitalität. Was passiert, wenn ich das da jetzt reinsetze? Oh, geil. Jetzt haben wir 300 Vitalität dann dadurch. Ja, super. Das ist echt klasse, dass die das droppen. Also damit haben wir uns auf jeden Fall schon mal verbessert. Die können ruhig öfters kommen, diese Viecher. Weil ich glaube, es gibt sogar noch größere Mutagene. So, jetzt aber erstmal wieder weiter. Unserem Missionsziel entgegen. Was haben wir da schon wieder? Ist das auch noch so einer? Tatsächlich, das ist auch noch so einer. Ein Neker. Und da war auch einer Neker. Kleines blaues Muttergehen. Jetzt sag mir nicht, wir haben da... haben wir da jetzt auch drei Stück von? Absude machen wir erstmal weg. Blaues Muttergehen, tatsächlich. Haben wir dann 7% anstatt... was war, wie viel Prozent hatte das? Weiß ich gar nicht. Naja, ist egal. Schauen wir, können wir eben schauen. Blaues Mutagen, Zeichenintensität. Dann fehlt eigentlich nur noch ein rotes. Und was haben wir dann noch? Ein Gelb. Wobei, gibt es Gelbe? Weiß man nicht so genau. Wir werden es bestimmt im Laufe des Let's Plays noch herausfinden. Oh, was ist das für ein Blümchen?
Das sah auch ziemlich unbekannt aus. Okay. Lauf, Blitze! Jo, lauf. Wo sind wir denn hier jetzt? Hey. Ach, hör auf. Wir sind jetzt wieder hier, wo wir den einen Bruder oder sowas sterben lassen haben, ne? Ich hab dich in Wysima gesehen. Langsam. Wobei, wir haben den ja nicht sterben lassen, der wurde ja gefressen von den Viechern. Naja, mir soll es auf jeden Fall recht sein. Wir müssen anscheinend hier rüber. Und hier haben wir, glaube ich, irgendwo den Priester erschlagen, meine ich. So ist gut. Oder vertue ich mich jetzt? Quest aktualisiert, Auftrag der vermisste Bruder. Schneller. Wie, Auftrag aktualisiert, der vermisste Bruder? Wir hatten eine Quest, die der vermisste Bruder hier heißt. Scheiße. Wo soll die denn sein? Sammel sie alle? Ah, okay. Der vermisste Bruder, das war das. Okay. Nee, ich möchte ja keine Mine erkunden. Nicht, wenn es für Level 33 ist. Heiligsblechle. Hier sind wir also auch noch nicht gewesen. Und wir haben hier irgendeine Mine gefunden. Aber wir wollen ja immer noch das Monster im Wald finden. Und wir sind jetzt bald an unserem Zielort angekommen.